Lieber Herr Professor Gnandt, wir sind hier in St. Gallen. Erste Frage, gibt es etwas wirklich Neues auf diesem Kongress? Der Kongress in St. Gallen ist nicht unbedingt sozusagen die Stelle, wo man die wissenschaftlichen Neuheiten vorstellt oder diskutiert, sondern die Aufgabe ist eher, den letzten Stand zusammenzufassen und auch vorzubereiten für den Konsensuspanel am Samstag, was ja eigentlich, sage ich mal, auch als Wissenschaftler trotzdem genauso wichtig ist, die neuen Erkenntnisse dann einzuordnen in die klinische Praxis und in das, wo Patientinnen dann letztlich damit konfrontiert werden. St. Gallen hat ja eigentlich so ein bisschen das Image des sehr konservativen, traditionellen Kongresses. Stimmt das? Also für mich ist das nicht so. Ich denke, dass genau die beschriebene Aufgabe, neue Erkenntnisse einzuordnen und auf die Praxistauglichkeit in der täglichen Anwendung zu überprüfen, fast aus der Natur der Sache heraus eine gewisse Behutsamkeit oder Vorsicht beinhaltet, letztlich mehr als sozusagen ein stürmerisches auf die Innovation sofort eingehen, das vielleicht bei anderen Meetings ist. Aber ich sehe das nicht als zu konservativ, sondern als letztlich notwendig, um auch Schaden fernzuhalten von den Betroffenen. Es ist ja nicht erst einmal so gewesen, dass wir voller Begeisterung ein erstes Ergebnis sehen konnten, das sich dann eigentlich nicht bewahrheitet hat. Was liegt Ihnen diesmal sehr am Herzen? Ich glaube, die Herausforderung, die wir in dieser Zeit haben und damit auch heuer hier in St. Gallen, ist das zunehmende Verständnis von den unterschiedlichen Arten der Krebserkrankung auch tatsächlich nutzbar zu machen für die Behandlung. Denn die wissenschaftliche Beschreibung, die Erfassung mit neuartigen Testverfahren etc. ist das eine, das aber gleich morgen für die Betroffenen in der Sprechstunde, in der Beratung nutzbar zu machen, das ist das andere. Und ich hoffe, dass wir da in diesem zunehmenden babylonischen Sprachengewirr ein bisschen weiterkommen. Sie spielen auch ein bisschen auf die berühmte personalisierte Therapie und Diagnostik an. Ist die wirklich personalisiert oder ist das ein modernes Schlagwort? Manche sagen ja very sexy, was ich in diesem Zusammenhang von Brustkrebs nicht so gelungen finde. Wie kann man das einordnen? Es ist sicherlich ein Schlagwort. Es beschreibt das Ziel. Wir würden natürlich gerne unser Verständnis über das Wesen der Erkrankung, wenn ich es martialisch formulieren soll, des Feindes sozusagen, ummünzen in eine individuell besser maßgeschneiderte Behandlung. Das gelingt uns ja gerade bei Brustkrebs in Teilbereichen recht gut. Aber wir sind natürlich weit davon entfernt, sozusagen tatsächlich individualisierend tätig zu sein. Ich denke, da muss man realistisch und auch ehrlich sein, was wir können, woran wir noch arbeiten. Können Sie sich vorstellen, als Visionär, der Sie ja auch sind, eines Tages einen Ursula-Goldmann-Posch-Brustkrebs zu heilen, einen Doris-Christiane-Schmidt-Brustkrebs zu heilen, einen Frau-Pumpernickel-Brustkrebs zu heilen? Also das ist nicht so visionär, das tun wir ja heute schon. Nicht? Also 80% der Patientinnen, die ich heuer sehe, werden geheilt von der Brustkrebserkrankung. Das soll man nicht übersehen, dass wir auch sehr, sehr erfolgreich sind, gerade in den klinischen Ergebnissen. Die Schwierigkeit ist, dass wir es nicht genau wissen und dass wir daher mit großer Wahrscheinlichkeit die einzelnen Betroffenen letztlich alle mehr behandeln, als wir unbedingt müssten. Ich persönlich beschäftige mich auch zunehmend sozusagen mit dieser Übertherapie. Da muss man natürlich behutsam sein, um da keine falschen Rückschlüsse sozusagen zu ziehen, weil eben auf der einen Seite steht, wir haben die Sterblichkeitsraten an dieser Erkrankung drastisch senken können in den letzten 2 Jahrzehnten. Das ist natürlich
außerordentlich wertvoll. Und jetzt wird es auch darum gehen, das einerseits weiter zu verbessern und andererseits nachzuschärfen, auch zu sehen, ob vielleicht in der einen oder anderen Situation etwas weniger das gleiche Ergebnis bringen kann. Auf diesem Markt Brustkrebs, muss man ja auch sagen, wimmelt es ja inzwischen von molekularen Tests. Ich weiß nicht, ob Sie sich da so weit hinauslehnen wollen, aber gibt es einen, den Sie präferieren? Das ist keine Frage des Hinauslehnens, es ist eine Frage der Daten. Wir haben für, ich sag mal jetzt mindestens 4 Multigen-Tests doch zum Teil sehr eindrückliche Daten. Die Frage ist, ob man daraus schon einen Standard sozusagen ziehen kann. Wir haben die meisten Daten sicher für den 21-Gen-Oncotype. Die moderneren wie der PAM50 oder auch Endopredikt haben natürlich mehr Gene, möglicherweise sozusagen im Ergebnis dann ein wenig die Nase vorn. Aber es ist noch nicht entschieden, ob man wirklich sagen muss, das gehört heute so zum Standard wie die Bestimmung des HER2-Status oder ähnlich. Persönlich glaube ich, und das entspricht nicht unbedingt den Interessen der Hersteller, es wird nicht so sein, dass man unbedingt für alle Patienten diesen Test braucht, sondern wir werden vielleicht auch diesmal ein wenig weiterkommen dahin zu sagen, okay, in bestimmten Situationen ist das eine wertvolle Hilfe, ist ja auch nicht ganz billig. Zusatzhilfe, richtig. Ja. Und in anderen Situationen ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Mhm. Und können Sie mir dann sagen, warum zum Beispiel der jetzt am Montag tagende Bewertungsausschuss in Berlin sich so schwer tut, beziehungsweise auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, diesen beispielsweise Endopredikt-Test zuzulassen zur Kassenerstattung, beziehungsweise erst wurde er ja zugelassen und dann wurde es sozusagen eher wieder entzogen. Also ich bin da vielleicht sogar ein bisschen befangen, weil wir da wesentlich mitgewirkt haben, auch an der Generation dieser Daten. Man muss aber sehen, wir müssen letztlich gerade für auch kostspielige Testverfahren die gleichen Qualitätsansprüche stellen und letztlich wissenschaftlichen Kriterien, wie wir das für Medikamente tun. Und da ist auch zum Teil aus systematischen Gründen die Datenlage nicht immer zwingend so überzeugend. Gerade zu der derzeit wahrscheinlich wichtigsten Frage, kann man mit diesen Tests eine Patientinnengruppe definieren, denen man bestimmte Therapien ersparen kann, zum Beispiel die Chemotherapie. Das kann man zwar als Hypothese formulieren, aber für kaum einen dieser Tests ist das wirklich ganz präzise bewiesen. Und aus dieser Hinsicht verstehe ich schon, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Meinungen, die finden, das sollte alles bezahlt und angewendet werden. Ich bin da ein bisschen auf der vorsichtigeren Seite, denn Sie dürfen nicht vergessen, wir bekommen in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch ein Dutzend. Klar. Neuerer Tests mit mehr Genen und mit anderen Technologien. Wenn wir das System hier nicht von Anfang an sehr ordentlich aufstellen, wird das ein furchtbares Chaos. Könnte es nicht eines Tages so sein, dass man zum Beispiel Luminal A, Luminal B, HER2, Basal-like, dass man jedem dieser Brustkrebsgesichter einen Test zuordnet? Ja, zunächst geht es darum, diese Unterscheidung zu objektivieren. Da sind wir zum Beispiel mit dem PAM50-Test wahrscheinlich wirklich sehr nah dran. Und dann ist halt die Frage, brauche ich für ein Luminal A noch eine weitere Information? Das ist immerhin fast die Hälfte der Patientinnen in Zentraleuropa. Ich glaube nicht, persönlich. Und dann wird es natürlich auch bei den, ich sag mal, aggressiveren Gesichtern der Erkrankung immer komplexer, denn wir sagen jetzt basalzellartig, aber in Wahrheit verbirgen sich darunter wieder 2, 3 weitere Unterabteilungen. Und so werden diese Gesichter, die Gesichtergruppen immer kleiner.
was es natürlich auch in der industriellen Entwicklung sowohl von diagnostischen Verfahren als auch von Therapeutika nicht einfacher macht. Kann es sich die Industrie überhaupt leisten, das gilt für klinische Studien genauso wie für Diagnostik, so fein nervig, wenn man so will, jedes Fältchen dieses Gesichts Brustkrebs überhaupt zu würdigen? Ich glaube, die Industrie muss. Meine Wahrnehmung ist auch, dass sich hier die Einstellung der forschenden Industrie stark geändert hat. Vor 10 Jahren war das noch eine berechtigte Frage, die oftmals mit Nein beantwortet wurde. Sozusagen für so wenige potenzielle Kundinnen wollen wir da nicht so viel investieren. Heute ist klar aus meiner Sicht, dass nur dann, wenn der Benefit einer möglichen neuen Behandlung auch mit einem Biomarker gut definierbar ist, nur dann ist auch überhaupt die Chance, dass die Gesellschaft letztlich dafür die Kosten aufbringt. Ich denke, dass man eines nicht außer Acht lassen darf, dass uns auch in der klinischen Onkologie vor beträchtliche Herausforderungen stellen wird. Wir werden zunehmend weggehen von den Gesichtern nur einer Krankheit, denn die eigentlichen Gesichter, die Pathways, wie man so schön sagt, die Stoffwechselabläufe in den Zellen sind krankheitsübergreifend. Und in Zukunft wird man vielleicht Medikamente haben für einen bestimmten Regelkreis, der bei Nierenkrebs, Darmkrebs und Brustkrebs vorkommt. Und das wird uns doch noch einige Überlegungen kosten, wie wir das auch in der Versorgungskette dann von Seiten der Gesundheitsdienstleister abbilden. Kann es dann sein, dass Brustkrebs eine sogenannte Waisenkindkrankheit wird, eine Orphan-Illness, insofern als jeder seinen eigenen Brustkrebs hat? Ich denke, dass wir, das kann sein, aber das wäre letztlich das Ergebnis eines Erfolgs, nicht? Natürlich. Je mehr die Erkrankung insgesamt von ihrem Schrecken verliert, je mehr Betroffene dauerhaft gesund werden und bleiben können, umso schwieriger wird es für die verbliebenen, seltenen, besonders komplizierten Erkrankungen auch den entsprechenden Innovationsdruck sozusagen aufrecht zu erhalten. Aber letztlich, wenn es am Ende gelingt, dass sozusagen die überwiegende Mehrzahl der Betroffenen entweder nicht bedroht ist durch die Erkrankung oder mit der Erkrankung gut leben kann, als chronische Erkrankung sozusagen. Ja, dann bin ich schon zufrieden. Ich wäre auch zufrieden. Letzte Frage. Mein Lieblingsthema, die Nachsorge. Weswegen wir leider auch die Stiftung PONS gründen mussten, patientenorientierte Nachsorge. Was halten Sie davon, dass weltweit die Nachsorge immer noch auf inzwischen 30 Jahre alten Daten beruht? Das regt mich jedes Mal auf, wenn ich schon darüber rede. Was regt Sie daran auf? Mich regt die symptomorientierte Nachsorge auf und die Tatsache, dass die Wissenschaftsgemeinde noch nicht in der Lage war, eine Studie zu machen, an der wir zurzeit arbeiten, in der diese 30 Jahre alten Daten der Givio-Gruppe, del Turco und so weiter erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Also das ist eine Pflicht. Ich habe da eine klare Meinung. Ich bin selbstverständlich für systematische Nachsorge. Mhm. Ich habe auch das Glück, noch, sage ich mal, in einem Environment zu leben in Österreich, wo wir das tun können. Wunderbar. Wir haben keinen Druck, oder nicht allzu stark davon wegzugehen. Ich denke, wir haben Daten, die zeigen können, dass wir damit etwas Gutes tun. Und dass die Balance zwischen den Argumenten, die man schon sehen muss, auch dagegen, mit der Sorge, die das macht und der Verunsicherung und vielleicht manch vermeidbarer Belastung, das existiert natürlich, aber man muss es in Balance setzen zu den Möglichkeiten der sekundären Früherkennung. Richtig. Und auch zu einer allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Wir haben einmal eine Arbeit gemacht, wo man zeigen kann, dass etwa die Hälfte einer günstigen Auswirkungen auf das Überleben von kontrollierten Nachsorge in klinischen Studien zum Beispiel. Das ist ja das Ideale sozusagen. Richtig. Warum soll es dann plötzlich in der Nachsorge anders sein? Etwa die Hälfte davon geht zurück auf ganz andere Erkrankungen wie Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen, die wir sozusagen mit.
Das muss man präzise diskutieren. Die Daten, die Sie zitieren, unter denen die Sparefrohs gerne das alles nicht haben, sind irrelevant, da ja. historisch. Ja. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu. Aber wie gesagt, ich genieße selbst das Privileg, Nachsorge so machen zu können, wie ich es für mich und meine Familie haben würde gerne. Und das ist eben systematisch und nicht warten, bis mir die Symptome sozusagen um die Ohren fliegen. Vielleicht haben Sie Lust, an unserer Studie mitzuwirken, mit Ihrer Studiengruppe. Darüber können wir ja nochmal im Separé sprechen. Sehr gerne. Herzlichen Dank, Herr Professor Gnad. Bitte, sehr gerne.